So, willkommen in meiner kleinen Scheiß-Drecksküche. Heute werde ich was kochen. Und zwar Gulasch. Und damit das schmeckt wie bei Oma, werde ich sie jetzt anrufen und nach dem Rezept fragen. Hallo? Hi Oma, kannst du mir das Gulasch-Rezept verraten? Oh, da schaue ich einmal nach. Ja, egal, ich mach's einfach Pi mal Daumen. Was soll schief gehen? Ich mache als erstes eine Marinade aus Sojasauce, Agavendicksaft, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Senf, Tomatenmark. Ja, das sieht doch appetitlich aus. Spaß. Dann heißes Wasser reingießen, das dann umfüllen, weil die Schüssel zu klein war. Und vegane Chunks da reingeben. Ach so, ja, das wird ein veganes Rezept. Und jetzt komm nicht mit, ah, dann darfst du das aber nicht Gulasch nennen. Ja, mache ich aber trotzdem. Na und? Kommt jetzt deswegen die Gulaschpolizei oder was? Hier spricht die Gulaschpolizei. Jetzt Zwiebel, Knoblauch und Paprika klein schneiden. Chunks anbraten. Das hier mit reinklatschen. Jetzt kommt Folgendes dazu. Tomatenmark, Mehl, verschiedene Gewürze, Agavendicksaft, Rotwein. Und die bereits völlig angebrannte Masse einfach mit Wasser ablöschen. Und das muss man jetzt nur noch 100 Jahre köcheln lassen. Ich habe mir dazu ein paar Nudeln gemacht und schraub mir das jetzt rein. Geschmackstest. Hey, das schmeckt gar nicht scheiße. Wie habe ich das denn geschafft? Das weiß nur Gott. Jetzt hab ich's. Hallo?